Die Mitglieder der Familie Budding sind 1945 als Flüchtlinge nach Knesebeck gekommen. Und die Integrationswerkstatt ist natürlich ein tolles Projekt, jetzt die Gastfreundschaft, die die Familie Budding hier empfangen hat, auch zurückzugeben. Und Menschen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, die irgendwie durch die Maschen gefallen sind, die versuchen zu integrieren in unsere Gesellschaft und ihnen zu helfen, letztlich auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Firma wurde gegründet in Crossen an der Oder im Jahre 1777 als Kupferschmiede. Und mein Urgroßvater hat dann eine Erfindung gemacht, wie man Kupferrohre in großen Losen in Öfen lötet. Und das war so der Einstieg in die industrielle Fertigung. Die Unternehmensidee dreht sich immer rund ums Rohr und um Werkstoffe. Früher Kupfer, heute nicht rostende Stähle. Aber das Wichtigste ist, dass wir in all den Generationen den Kunden zuhören. Dass wir also hören, wo ist das wirkliche Problem, die Herausforderung des Kunden und die dann umwandeln in Qualitätsprodukte und Top-Dienstleistungen. Und das hat sich, so hat sich das Produkt zwar gewandelt, aber der Grundansatz hat sich nicht verändert. Erfolg ist für mich eine Teamleistung, für die ich als Unternehmer die Rahmenbedingungen zur Verfügung stelle. Ich habe erkannt, dass ich als Unternehmer die tolle Möglichkeit habe, zu gestalten und zum Wohle der Menschen was zu tun. Die meisten von uns arbeiten 8 Stunden am Tag. So. Ich habe als Unternehmer die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, dass diese 8 Stunden Spaß machen, dass Menschen was Sinnvolles tun, ja, dass sie Gemeinschaft erleben, dass sie Schönheit erleben in ihrem Arbeitsplatz oder in den Produkten, die wir herstellen. Philosophisch könnte ich sagen, Liebe treibt mich an. Also ich bin ein Jesus-Follower und habe darüber auch ein Buch geschrieben. Das heißt Pipeline zum Leben, ein Unternehmer entdeckt die Bergpredigt. Seitdem ich mich mit dem Glauben beschäftige, so mit Anfang 20, erschien mir die immer sehr unrealistisch. Und deshalb habe ich eigentlich nicht die wirklich gelesen oder studiert. Dann habe ich aber Jesus so im Laufe meines Lebens kennengelernt und habe gedacht, hey, geniale Führungskraft, toller Lehrer. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, eigentlich für mich selber, habe mir Notizen gemacht und das so aufgeschrieben. Dann haben irgendwann andere gesagt, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, da ein Buch draus zu schreiben. Die Bergpredigt beginnt ja mit den Seligpreisungen. Und eigentlich werden die in der Rede selber hinterher nicht direkt wieder aufgegriffen. So, und ich habe gesagt, hey, wenn ich eine gute Rede halte und ich knall da so einen Wachmacher raus, dann erkläre ich den hinterher auch. So, und unter dieser These habe ich die Bergpredigt dann studiert und habe sie zerlegt und habe überlegt, okay, welche Absätze der Bergpredigt erklären eigentlich welche Seligpreisung? Und dabei rauskam eigentlich eine Wegbeschreibung der Nachfolge. Ich habe dann aber auch immer zu jeder Seligpreisung ganz praktisch dazu geschrieben, was heißt das eigentlich für mich persönlich? Und dann habe ich auch noch andere Unternehmer eingeladen und gefragt, hey, willst du nicht auch noch was dazu schreiben? Und das ist dann letztlich dabei rausgekommen.